Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 80 und mit einem weiteren Unboxing-Video. Ich habe ein Packing gekriegt von Savvy und das meiste ist ja von Savvy. Meistens T-Books, wie auch das hier auch wieder. Es geht um den Project Pop Art Limited Edition T-Book von Easy Rider, wo auch demnächst in Deutschland rauskommt. Leider ärgere ich mich jetzt da ein bisschen, dass es auch in Deutschland rauskommt, denn der Film hat keinen deutschen Ton. Und ich habe mich jetzt extra mal bei Blu-ray Disc informiert und der hat wirklich keinen deutschen Ton und ich könnte mich ärgern wie die Sau. Aber gut, jetzt habe ich ihn. Ne? Kann man nichts dagegen machen. Dann kommen wir für die ganz normalen Armor Raiden rein. Langt mir eben genauso, also nochmal die deutsche Steelbook werde ich mir nicht holen. Und somit ist der Käse für mich dann gegessen. Gut, Easy Rider habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ich weiß, es muss ein Klassiker sein. Mit Jack Nicholson, Dennis Hopper. Von 1969 ist dieser Film. Und also wie gesagt, ich habe den dann nicht gesehen. Ich schande über mein Haupt. Aber das werde ich jetzt irgendwie mal nachholen. Nicht in dieser Version, sondern in der deutschen Version. Ja, okay. Der Film geht 95 Minuten. Hat Englisch, Italienischen, Spanischen Ton drauf und Untertitel auch Englisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch und Schwedisch, also ganz viele Sprachen drauf, nur kein Deutsch. Finde ich sehr scheiße. Special Futures ist ein Audiokommentar von Dennis Hopper, dann eine Dokumentation über Easy Rider Shaking the Cage. Ja, okay. Und dann packen wir einfach mal das schöne Steelbook aus. Ist leider nicht geprägt und ist auch nicht glänzend, ist eher matt gehalten. Und dann machen wir hier mal auf. Na. Wie das Mediabook kommt auch, das Steelbook kommt auch in Deutschland raus. Und mit einem Klebchen versehen, das kann man einfach abziehen. Und so sieht dann das die Vorderseite aus mit dem Bike vorne drauf, hört richtig stark aus. Und hinten drauf dann nochmal dasselbe ohne Bike, was ich etwas langweilig finde. Und so sieht es dann aus auf beiden Seiten. Dann ist wieder ein digitaler Code enthalten. Dann ist noch Werbung für die Savvy-Steelbooks von Breaking Bad, die es ja auch schon in Deutschland gibt. Und hier jetzt halt leider auch wieder ohne Innendruck, was ich extrem schade finde wieder, was eigentlich ein No-Go ist bei diesen Versionen. Kein Innendruck in dem Steelbook. Ja, auf den Film bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich bekomme ihn bald mal auf Deutsch zu sehen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Im März, glaube ich, kommt dann die deutsche Version raus. Oder im April, März, April kommt dann die deutsche Version von dem Film raus als Steelbook. Und dann könnt ihr da ja zuschlagen. Ich muss dann den sauren Apfel beißen und werde jetzt die einfach behalten und da einfach dann die Amore reinpacken. In diesem Sinne wünsche ich euch hier, könnt ihr mich hier gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, euer Voice 80. Ciao!